Die wissenschaftliche Tagesschau heute, die Abendausgabe. Ja, das Wichtigste finde ich ja jetzt für heute ist ja eigentlich Euromomo, denn da ist leider noch keine neue Woche erschienen, sondern nur offensichtlich Kleinigkeiten nachkorrigiert worden. Und deswegen schauen wir uns das mal bitte an hier. Schauen Sie mal genau hin. Belgien, da wurde eingezeichnet, dass es quasi schon fast wieder der kurze Zacken hoch jetzt schon wieder ganz runter gezeichnet wird. Ja? In Frankreich geht der Zacken mittlerweile auch schon wieder fast ganz runter bis zur Nulllinie so ungefähr, ja, oder bis zur ganz geringen Linie. Frankreich, Deutschland haben wir nach wie vor nichts los, ja, da könnte man sich wieder rausreden, das war der Shutdown, aber wie gesagt, werden wir sehen, wenn wir sehen, was hier, Italien geht noch nicht ganz wieder runter die Linie, da hat man noch nichts nachgetragen, aber entscheidend ist eben, und das ist das Einzige, was aussagt, dass Schweden, leider ist da noch nichts nachgetragen worden. Interessant ist jetzt halt, ob es bei Schweden, wie bei all den anderen Kurven, ja, auch hier, gucken Sie hier, England ist auch schon wieder fast ganz unten die Linie. Das ist die Linie der Sterbefälle. Ne? Und hier Wales ist auch wieder ganz, ganz unten bei den Sterbefällen, hier auch schon wieder ganz unten gezeichnet. Schottland war das und Einzige, wo es noch nicht so nachgetragen ist, also noch eine gewisse Unsicherheit bei Schweden, aber wenn alle anderen Kurven wirklich schlagartig wieder runtergehen, dann wird das auch bei Schweden sein und dann, wenn jetzt noch die letzte Eintragung fehlt, dann müssen wir davon ausgehen, dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, es sei denn, es wird an all diesen Daten rumgedreht, was wir ja nicht wissen. Wenn diese Daten jetzt, also die Sterbedaten dieser Länder alle echt wären, dann wäre das quasi der wissenschaftliche Beweis dafür, dass die Maßnahmen von Anfang an nicht nötig waren und dieser Riesenschaden, der durch die Maßnahmen angerichtet wurde, die extra Todesfälle, die Maßnahmen angerichtet haben und so weiter, all diese schweren Schäden waren völlig überflüssig, ja. Abgesehen davon, dass eben die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit den Maßnahmen sowieso eigentlich nur wahrscheinlich bewirkt, dass Leute, die schon kurz vorm Sterben sind, jetzt noch mal ein paar Monate Verlängerung kriegen, vielleicht eine Verlängerung des Leidens, der Schrecken, ein Schrecken ohne Ende und dass die jetzt nach einigen Monaten dann spätestens sterben, wenn dann mal wieder zum Beispiel eine Grippewelle im Anmarsch ist, dann spätestens sind die dann sozusagen, wird das Sterben nachgeholt. Ja, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem, was sonst noch los ist. Dr. Bodo Schiffmann, ja, hat wieder eine Sendung gebracht und seine Sendung, da sagte, ja, also ich glaube, wir sind ja jetzt immer noch nicht bei 5.000 Toten, aber er hat ganz klar gesagt, an die 5.000 Tote in 4 Monaten. Jetzt gucken wir uns das nochmal an hier, Taschenrechner, für die schwer, die immer noch nicht begriffen haben. Ja? Also wir haben jedes Jahr ganz normal 930.000 Tote. Na, da fehlt noch eine Null, oder? Ja, 930.000 Tote jedes Jahr durchschnittlich. Ja? Jetzt machen wir Folgendes, jetzt teilen wir das durch 3, denn 4 Monate sind ein Dritteljahr, geteilt durch 3 ist 310.000 Tote. Jetzt müssen wir aber auch noch einen Winterzuschlag geben, denn sozusagen mindestens sind es dann im Winter für die 4 Wintermonate 350.000 Tote.
So, und jetzt schlimmstenfalls, wenn es wirklich stimmen sollte, dass es sich bei den 5000 Toten tatsächlich um echte Corona-Tote handele, und wenn der schlimmste Fall wäre, dass sozusagen dass wirklich alles zusätzliche Tote sind, wären und nicht Tote, die sowieso dran waren mit dem Sterben, dann ist also der schlimmste Fall ist, dass wir statt mit 350.000 Toten in den letzten 4 Monaten halt mal mit 355.000 zu tun haben. 5.000 von 350.000, das ist etwas mehr als 1% Schwankung. Und solche Schwankungen betrachtet man eigentlich so etwas mehr als 1% Schwankungen. Ja, also bei 500.000 Tote, dann wäre es 1%. Bei 350, na gut, sagen wir mal schlimmstenfalls 1,4% Schwankung, ja, und sowas würde man normalerweise sagen, na, ist eine ganz normale statistische Zufallsschwankung, ja. Und jetzt kann man natürlich bei Deutschland noch sagen, na, okay, das war jetzt dann, das waren halt nur 5000 wegen der Maßnahmen, ja, aber wenn jetzt Schweden hier nochmal Euromomo, ja, wenn jetzt Schweden aber wenn sich in den nächsten Tagen bestätigt, dass in Schweden, die fast keine Maßnahmen gemacht haben und damit auch, ja, wenn dann, wer weiß denn, ob in Schweden nicht auch einige, die Schweden haben ja immerhin ein paar kleine Maßnahmen gemacht, ob die nicht auch wieder eigene Todesopfer gefordert haben, weiß ja auch kein Mensch, ne? Ist ja wissenschaftlich gesehen möglich, denn jede Maßnahme erzeugt auch eigene Tote, ne? Und das bedeutet aber jetzt, wenn die Schweden dann wirklich ganz runter geht, die Kurve, dann würde das bedeuten, dass die einfach nur einen ganz normalen Grippewinter durchgemacht haben und dann würde das immer noch bedeuten, dass wir in Deutschland das Wahnsinns waren, nämlich den ganz normalen Grippewinter verhindert haben mit Gewalt und dabei möglicherweise Unmengen an eigenen Maßnahmentoten erzeugt haben und dabei und viele Maßnahmen tote Firmen erzeugt haben, viele Maßnahmen tote Arbeitsplätze erzeugt haben und also wie Professor Bhakti ja so schön gesagt hat, kollektiven Selbstmord intensiv versucht haben und viele dabei über die Klinge haben springen lassen. Ja, ja, also dann sagt Dr. Bodo Schiffmann noch was Hochinteressantes. Der Impfstoff, wenn der jetzt kommen würde, der würde nicht mehr wirken. Ich weiß nicht, was er da für eine Begründung hat, aber wir müssen uns ja klar sein, das Virus mutiert natürlich. Und wenn jetzt wirklich immer mehr, wenn das immer mehr dieses Virus sozusagen immer mehr sozusagen auf Abwehrwiderstand, auf Immunabwehrwiderstand in den resistent gewordenen Körpern trifft sozusagen, dann ist natürlich wahrscheinlich, dass dann höchstens nochmal ein mutiertes Virus sozusagen dann überhaupt noch irgendwas erreichen kann, also nochmal irgendwelche Erkrankungen erreichen kann. Ja, ein Virus hat, muss ja immer dazu führen, dass derjenige eine Atemwegsreizung bekommt, möglichst viel hustet und niest, damit er das Virus an andere Lebewesen weitertransportieren kann. Ja? Und das kann natürlich sehr gut sein, dass all die Forschung, die jetzt auf das jetzige Virus geht, dann eigentlich nicht wirkt, weil mittlerweile nur noch ein mutiertes Virus sozusagen überhaupt nur noch gefährlich ist und überhaupt nur noch im Wesentlichen unterwegs ist. Ja, ja. Dann nochmal was ganz anderes. Ja, Stalinisten, Maoisten wollen die soziale Marktwirtschaft aus den falschen Gründen beenden. Ja? Also die ganzen Linksradikalen, Rainer Mausfeld, Bernd Senf,
was haben wir da alles noch? Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie, Teile von Fridays for Future, all diese ganzen Stalinisten und Maoisten, die wollen die Marktwirtschaft eben aus den falschen Gründen beenden, nämlich wegen dem Grund des Bestehlens der Leistungsträger. Darum geht es nämlich bei all den Stalinisten und Maoisten, die wir so im linksradikalen Spektrum haben. Immer geht es nur um eins: Wie können wir die Leistungsträger bestehlen? Ja, und darum geht es nur. Und die richtige Ursache, nämlich dass das Grundproblem der Marktwirtschaft ist hier, dass die Marktwirtschaft alles zerstört hier. Nur mal hier Nahrungshändler, oder bleiben wir beim Früharzt. Der Früharzt. Dieser Früharzt sagt unter Bedingungen des freien Marktes, sagt, ja, ihr solltet diesen neumodischen Ernährungskram von den Händlern, die jetzt überall von Kommune zu Kommune ziehen, bloß nicht kaufen und nicht essen. Also das schwächt euer Immunsystem und dann werdet ihr krank und dann braucht ihr mich wieder. Und so braucht ihr mich nie wieder, wenn ihr euch weiterhin euer gesunden, glücklichen Lebensstil weiterführt. Ja, und der andere hier irrt sich, ein anderer, und jetzt passiert das Wunder der freien Marktwirtschaft, nämlich dass der sich irrt und der uns allen schadet, was ist da, Bildwechsel, irgendwas stimmt nicht, gucken wir nochmal, der sich irrt, sozusagen hat... wird überhäuft mit Gewinnen sozusagen, ja, weil der sagt, nein, ihr könnt ruhig diese ganze denaturierte Nahrung dieser modernen Händler essen und so weiter, macht gar nichts, dadurch bleiben die Leute chronisch krank, brauchen ihn immer wieder, er kann richtig gut verdienen, kann mehr Kinder ernähren in der Summe sozusagen und kann am Ende eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Und aus solch einer irrtumsbelasteten Medizinprofessorenfamilie stammt auch der Professor Drosten und so weiter und der Professor von dem Robert-Koch-Institut. Und die desinformieren dann alle Politik und alle Journalisten. Und wir werden alle Opfer einer Irreführung, weil eben, ja, es zu den Standardirrtümern natürlich der Medizin gehört, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, weil sich damit eben mehr Geld verdienen lässt. Ja, das Dilemma ist, ja, bei GMX stand auch gerade, was wissen wir über das Coronavirus? Das ist doch völliger Quatsch. Wir wissen doch gar nichts. Es sind Ärzte, die also bei einem Fastfood-Konzern arbeiten, also nur, dass dieser Fastfood-Konzern eben nicht irgendwie so und so heißt, sondern es ist halt dieser Fastfood-Konzern oder diese Variante eines Fastfood-Konzerns heißt eben Medizinindustrie, Medizin-Großkonzern, ja? Und das ist doch klar, genauso wie was erzählt uns ein Fastfood-Konzern wohl über das Essen? Natürlich, dass sein Müll total gesund sei. Und genauso ist es doch mit dem Fastfood-Konzern Medizin. Die erzählen uns natürlich auch, dass ihr Medikamentenmüll total gesund sei und ihren Impfungenmüll und so weiter total gesund und wichtig sei. Und dass eben, ja, natürlich dann jeder Virus immer gleich ein Killer-Virus ist, immer aus der Mücke einen Elefant machen, immer den Leuten Angst machen, damit man mehr verkaufen kann. Dr. Med. Rüdiger Dahlke hat das ja so schön geschildert, wie das alles so, dass das mittlerweile ja total normal und das deckt sich mit meiner Erfahrung für Ärzte geworden ist, immer größtmögliche Panik machen, damit die Leute was kaufen. Mittlerweile unterscheidet sich der Arzt nicht von einem Versicherungsvertreter. Möglichst viel Angst und Panik machen und dann schnell die Versicherung abschließen, bevor der Mensch merkt, dass er nur manipuliert wurde. Ne? So. Dann, Dürresommer, jetzt fängt es an mit den Bränden, ja, aber Fridays for Future und Greta Thunberg, die wollen ja nicht
den Kohlestopp 2026 und die 900 Milliarden für den Klimaschutz. Die wollen ja irgendwas anderes, was kein Mensch weiß. Wie gesagt, kein Mensch weiß, war das Ganze auch von vornherein ein Betrug an der Weltbevölkerung? Oder warum wollen die den Kohlestopp 26 nicht, den ihnen die Next Scientists for Future.de ja angeboten haben? Ja, aber so ist die Welt. Alles irgendwie ist voll des Wahnsinns. Jetzt schauen wir mal hier. Gut, dann kommt jetzt noch als Beispiel auch dieser verrückte Noam Chomsky, verrückte sage ich nur in dem Sinne, dass er auch ein stalinistischer Denker ist, ein Verfassungsfeind in der USA ist und ein Stalinist oder Maoist, denn er will auch wieder ein stalinistisches Gesundheitssystem, also eine Gesundheitsreform. Das heißt, keinerlei Leistungsmessung drin. Das heißt also, das ist das Gute. Ja, also was ist der Vorteil eines stalinistischen Gesundheitssystems? Was ist daran gut? Daran ist gut, dass eben genau das nicht stattfindet, dass die gewinnbringenden Irrtümer sich nicht ausbreiten können, denn es gibt überhaupt keine Gewinnzuschläge. Ja, also das heißt, der Arzt, er kann sich jetzt so sehr irren, wie er will, er kann daraus kein Geschäft mehr generieren. Das ist schon mal gut am stalinistischen Gesundheitssystem. Ja, das ist gut. Ja. Aber auf der anderen Seite hat der Arzt dann eigentlich gar keine Motivation, überhaupt noch was zu tun. Der kriegt ja sein Gehalt sowieso und dann fängt er an zu schlampen. Und dann macht er zu wenig und dann lässt er die Patienten sozusagen unterversorgt. Und auch bei der Prävention wird er Unterversorgung liefern. Denn warum soll er sich ein Bein ausreißen? Er kriegt doch sein Gehalt sowieso sozusagen, ja. Und dann wird dann also in diesem stalinistischen Gesundheitssystem der Schlendrian einreißen sozusagen. Während es bei den Next Scientists for Future.de mit deren Leistungsmessen durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten eben derjenige, der also sich richtig Mühe gibt für die Gesundheit der Versicherten kämpft, der rückt dann an diese Stelle. Wird belohnt und überschüttet mit Verdienstzuschlägen, weil er den Leuten wirklich hilft, gar nicht mehr krank zu werden und weil er fleißig ist und Spaß am Fleiß hat und zu den Besten zu gehören und dieser sportliche Spaß, aber das wollen ja eben diese stalinistischen Verfassungsfeinde und maoistischen Verfassungsfeinde nicht, die wollen ja auf keinen Fall, die hassen ja das Wort Leistung und Leistungsmessung, ne? Und deswegen also Noam Chomsky würde einen Teil des kapitalistischen Problems lösen, aber dann eben ein vergammeltes Gesundheitssystem wäre dann auch wieder die Folge. Dr. Wolfgang Wodak ist in einer neuen Sendung aktuell zu sehen und er spricht also auch nochmal von etwas, was noch gar nicht so groß Thema war, was ich früher immer wieder nur angedeutet habe, nämlich dass auch die Intensivmedizin selbst tödlich sein kann. Er spricht also von den tödlichen Nebenwirkungen von Intensivmedizin, die er wohl offensichtlich auch sehr gut für möglich hält, ne? Ja, das war's also für die wissenschaftliche Tagesschau heute, die Abendausgabe. Tschüssi, bis zur nächsten Ausgabe.